wunderschönen guten Morgen zusammen. Das wär's jetzt aus San Pedro. Hat mir richtig gut gefallen, das cooles Städtli. Ein bisschen Party und so. Halt, aber ja, ist schön gewesen. Und jetzt gehe ich an den nächsten Ort. Und zwar, jetzt muss ich zuerst wieder über den ganzen See mit dem Boot. Danach geht es, glaube ich, noch etwa 3 Stunden oder so mit dem Bus weiter. Und dann bin ich am nächsten Ort. Jetzt werdet ihr sehen, wo. So, ich bin jetzt in Quetzaltenango oder kurz auch gesagt Xela angekommen. Das ist eine Stadt ein bisschen weiter im Nordwesten von Guatemala. Und das ist nicht wirklich touristisch da. Es ist bekannt für seine Sprachschulen und es ist eine der grösseren Städte in ganz Guatemala. Und ich würde da vermutlich ein bisschen hiken. Das ist auf jeden Fall mal der Plan. Was ich jetzt da genau machen will, das sehen wir dann noch. Und ja. Also das ist schon mal ein ganz cooles Hostel. Schön grosse Zimmer, schön viel Platz. Das ist ja, auch wieder schön, weil in diesem Ort in Santa Cruz, in San Pedro, habe ich nicht wirklich viel Platz gehabt. Darum genieße ich jetzt hier wieder ein bisschen mehr Platz. So, wir sind jetzt hier in einem kleinen Restaurant. Der Matthias ist auch noch da vom Hostel, habe ich vorhin noch kennengelernt. Und wir haben jetzt hier Garnitas. Das ist einfach so verschiedene Fleisch mit Salat, mit Reis. Und das sind wir ganz kleinen, herzigen Restaurant. Die offerieren da heute nur das. Also ganz, ganz simpel und einfach. Aber auch also ziemlich günstig, wieder viel, viel günstiger als vorne in Antigua oder in San Pedro. Und ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. So Leute, ich bin jetzt gerade bei den Quetzal Trackers gewesen, so nennen sie sich, glaube ich. Für eine Tour zu buchen, eine Vulkantour. Jetzt ist aber so, es gibt noch, sie offeriert auch einen 6-Tages-Trip, wo wir nicht auf Vulkan raufgehen, aber also ja, 6 Tage so ein bisschen das Zeug durchlaufen und so mit Übernachten und das klingt schon recht cool. Es sind irgendwie 8 Stunden laufen pro Tag. Das habe ich eigentlich, so etwas habe ich wollen machen. Jetzt weiss ich noch nicht so genau, ob ich es machen soll. Ich glaube aber, ich mache es. Oder was meint ihr? Gut, wenn ihr das Video gesehen habt, habe ich es eh schon gemacht oder eben nicht. Aber ich glaube, ich mache es. Muss jetzt mir das nur mal schnell ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und dann nachher tue ich das bestätigen. Weil es hat da nämlich noch den höchsten Vulkan von Zentralamerika, der etwa 4222 Meter hoch ist. Der wäre eben auch noch cool. Aber ja, dieses macht mich fast ein bisschen mehr an. Ja, ich werde es sehen und ihr werdet es auch sehen und ich gehe jetzt wieder mal zurück. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Xela anschauen und dann, ja, denke ich, bin ich schon gleich mal ready für ein Bier. Es ist Samstag, von dem her gehe ich sicher noch mit Matthias und so eins trinken. Ich habe doch noch ein bisschen Fasnacht das Jahr. So, also die Stadt ist alles anders touristisch und das merke ich vor allem daran. Erstens, dass ich fast der einzige Weiss bin da und zweitens, dass mich alle anglotzen, auch jetzt. Ich merke es, aber es ist noch cool, also gut, mit dieser Kamera fällt mir sowieso auf, aber auch wenn ich nicht filme, schauen mich die Leute an, das ist immer ein Zeichen, dass man in einer nicht so mega touristischen Stadt ist. Da bin ich jetzt so im Central Park sozusagen, da hat es überall so ein bisschen die schöne alte Gebäude. Vorne hat ja sogar noch die Guckenmusik gespielt, also fast Guckenmusik. Richtig gut, sind mich richtig an die Fasnacht wieder erinnert. Und ja, jetzt streue ich da noch ein bisschen durch die Strassen und schaue, dass die Leute mich noch ein bisschen anschauen. Da im Hintergrund sehen wir gerade, das ist so eine Demonstration, glaube ich, gegen den Jimmy Morales, das ist der Präsident von Guatemala. Und ich glaube, sie wollen jetzt einfach protestieren, da Sachen wie eben gemeinsam kämpfen gegen Korruption und so. Ja, ich weiss nicht, ob jetzt die Wahlen sind gleich oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen, das finde ich sicher raus. Auf jeden Fall sind da recht viele Leute,
die recht einen Lärm machen, wenn da die Kurve da etwas sagt. Das ist noch amüsant zum Anschauen. Also, es ist eine Protestaktion gegen den Präsidenten, weil der eben korrupt ist und so. Und, ja, aber es ist nicht irgendwie die Wahl oder so, es steht nicht vor der Tür, von dem her. Ja, das ist einfach eine normale Protestaktion da. So, Matthias und ich sind jetzt hier auf einer Rooftop-Bar ein Bier am Trinken. Und ja, das ist echt ganz cool mit einer richtig schönen Aussicht. Aber ja, wir trinken nur eins und nachher gehen wir wieder schlafen, weil wir wollen beide nicht. Ich habe vorhin gesagt, ja, das so startet es meistens. Ja, nur eins. Ich habe gesagt, ja, ich will da nicht zu viel trinken und so. Ich gebe euch noch Bescheid, wie es rausgekommen ist. So, wir haben schon ein paar Bierchen gehabt. Wir sind jetzt wieder zurück im Hostel. Aber wir gehen jetzt etwas essen. Uns ist empfohlen worden, Kamera und so, das Handy da zu lassen und dann halt einfach so ein bisschen führen zu gehen in die Stadt. Weil es sollte angeblich gefährlich sein. Das hat uns jetzt mal ein lokaler Typ da verraten. Darum machen wir jetzt das auch. Wir sind nicht naiv. Und lassen jetzt dieses Zeug da. Darum, die Kamera bleibt jetzt da. Wir gehen jetzt etwas essen. Wir gehen vermutlich noch ein Bier trinken. Ich hoffe, es artet nicht allzu fest aus, aber es könnte in die Richtung gehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen ganz schönen Abend. Ciao zusammen. So, wie war's, Matthias? Super. 1A. 1A. Ein Bier. Und da sind wir wieder heim. Hier, jetzt mal ein Essen. Und ja, es war eigentlich richtig langweilig gewesen. Ja, vielleicht können wir das anders mal ein bisschen Party machen und so. So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute geht unser 6-Tages-Tracking-Dings los. Bist du bereit, Matthias? Ist noch ein bisschen früh für ihn. Gestern haben wir noch so ein Pre-Track-Meeting gehabt. Und da haben wir alle unsere Sachen bekommen. Das ist jetzt zum Beispiel mein Rucksack. Mit Schlafsack, Mäppchen, da haben wir sogar noch so Fliess und so können nehmen. Vom Lötschental zum Beispiel. Und ja, da haben wir wirklich alles bekommen, sogar Schuhe. Weil ich habe nur so Turnschuhe, die sind eigentlich schon nass geworden gestern beim hinteren Laufen. Und ja, jetzt das Ganze haben wir bei Getzal Trackers gebucht. Das ist eben so eine Organisation, die für Kinder hilft, die vom Civil War, also in den letzten, glaube ich, 30 Jahren da geherrscht hat, für die, die auf der Straße sind, die keinen Zugang zu der Schule haben, wo eigentlich der ganze Erlös geht nachher zu dieser Schule, zu diesem Projekt. Und darum ist das eine gute Sache und darum haben wir das auch so gemacht. Und jetzt gehen wir mal rauf zu den Getzal Trackers und dann geht es dann mal los. Hallo. 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 Bist du bereit? Nein. Wieso nicht? Weil ich müde bin. Der Rucksack ist auch schwer. Das stimmt allerdings. Ja. So, wir sind jetzt hier beim Getzal Trackers und wir haben hier ein unglaublich gutes Zmorgen bekommen, besetzt. Potatoes und Rührei. Das ist übrigens der Bert. Und das ist der Gal. Gal! Hola! Hola! Und das ist unsere Gruppe. Wir sind nur vier und noch zwei Guides, die uns begleiten würden. Die werden wir später noch sehen. Und jetzt essen wir zuerst mal. So, wir sind jetzt zu der Busstation gelaufen. Das dahinter mehr ist die Busstation. So viel Chicken Passes habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Aber ja, jetzt fahren wir irgendwie, glaube ich, 2-3 Stunden mit so einem Chicken Pass. Dann müssen wir den Bus wechseln, Shuttle. Dann sind wir am ersten Ort angekommen, am Startpunkt. So, wir sind jetzt im Chicken Bus. Das ist meine erste Chicken Bus Fahrt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, meine Kamera habe ich nach dieser Fahrt noch. Und ich lebe noch. Also der Typ, den wir jetzt gerade gesehen haben, der steigt einfach oder der geht da hinten raus während dem Fahren, steigt aufs Dach, damit die Leute, wenn sie aussteigen, damit er vorbereitet ist, damit er das Gepäck von oben dran kann runtergeben kann. Stellt euch das mal in der Schweiz vor.
Was ist hier? Wo nehmen wir übrigens gerade den Sitzsack ab? Sieht aus, wir sind so in die Luft gesprungen und danach ist der Sitz gerade kaputt gegangen. Darum haben wir jetzt Platz müssen. Schon wieder kaputt. Wir haben jetzt gerade die zweite Bank geschlossen. Scheiße. Shit. Jetzt sind wir ein bisschen tiefer gelegt. Scheiße, Mann. So, was für ein Fahrt das war. Fazit, Knieproblem, Rückenproblem, dreimal fast gecrashed, zwei Bänke haben wir geschlossen. Aber es hat irgendwie Spass gemacht, das war ein richtiges Erlebnis gewesen, mit so einem Chickenbus mal zu fahren. Ein Sieg ist gefahren, wie Sau. Um die Kurve herum, hat überhaupt nichts vorausgesehen, aber einfach überholen. Ja, so läuft das hier in Guatemala, oder nicht nur in Guatemala, aber auch hier mit diesen Chickenbussen. Sind wir da so eine Busstation da, das geht noch recht lustig zu und her da. Und jetzt gehen wir mit weiter mit so einem kleinen Minivan, das wird vermutlich ein bisschen angenehmer. Nein, du! Die Bankschleisser! Und ja, jetzt fahren wir aber glaube ich noch mal etwa 3 Stunden, also insgesamt 6 Stunden sind wir jetzt unterwegs. Und nach etwa 6 Stunden Fahrt sind wir jetzt angekommen hier in unserem Hostel. Das ist ein bisschen kaputt. Ja, hier ist unser Zimmer. Hier schlafen wir. Wir sind vermutlich die Einzigen, weil wir sind in einem Ort. Nebei heisst das. Wo wir vermutlich die einzigen Touristen sind weit und breit. Und das Hostel hat glaube ich auch noch nie irgendjemand anders begrüßt da als irgendwie welche Leute, die da Tracking machen mit Quetzal Trackers. Von dem her ist das noch cool, aber es ist noch lustig gewesen, zum Durchfahren. Es sind alles so die alten einheimischen Leute und die haben ganz spezielle Kleider an. Also es ist noch eindrücklich gewesen. Wir sind jetzt aber alle froh, sind wir jetzt da und jetzt gehen wir etwas gut zum Mittagessen. So ein wunderschöner. Alles gelogen. Ein wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir haben, wir sind jetzt ready, wir haben alles gepackt und jetzt geht's los. Gestern Abend haben wir noch ein bisschen Jam-Session gemacht. Es sind alles sehr talentierte Gitarrenspieler hier in unserer Gruppe, außer ich. Aber ja, einer muss es ja sein. Und jetzt hauen wir es los. We will probably encounter a lot of locals on this trail between here and Akul. Generally let them pass us. So, wir sind jetzt im ersten Dorf angekommen da. Und da hat es glaube ich noch nicht so viele Touristen gewesen. Es schauen uns auf jeden Fall alle recht lustig an. Aber es ist noch spannend, das mal zu sehen, so ein bisschen, wie die hier leben. Und da gehen wir jetzt, so viel ich weiss, Käse probieren. Guatemalischer Käse. Mal schauen, ob das etwas ist. Und vielleicht kaufe ich sogar einen Stock. Jetzt wollen wir mal schauen, was die hier haben. In diesem abgelegenen Dorf. Ha, Freiburger Kühe! Ja, sind auch da. Unglaublich, wo die Affen sind. Da. Ich hoffe, da sind die Frauen ein bisschen schöner als die Kühe. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie es hier aussieht. Es erinnert mich total an die Schweiz. Und das haben sie jetzt auch gerade gesagt. Da hinten viele Schweizer oder viele Leute von Europa sagen, hey, das sieht aus da wie in Europa. Oder so Österreich, Schweiz. Stereotype. Clowns. Cool, hä?
jetzt gehen wir ja auf eine Käsefarm, also das ist eigentlich wirklich wie die Schweiz. Hängt der ein Jodeln. Wir sind jetzt in Shoshokap angekommen. Das ist der Ort, wo wir jetzt wieder zu Mittag essen. Das ist ein ganz ein kleines Dörfli. So mit ganzen Haufen einheimischen Leuten, so Mayas. Und ja, so Mayas. Ist etwas nicht gut? Deutsche. Er schreibt übrigens einen Blog. Wenn ihr das abchecken wollt. Aber er schreibt nichts Schlaues, wenn wollt es also nicht schauen. Nein, willst du sagen, wie heisst dein Blog? Nein. mkonzelmann.de frei-sein. mkonzelmann.de /frei-sein. Könnt ihr mal abchecken. Ich muss sagen, er schreibt noch gute Sachen. Ich habe vorne ein bisschen schauen. Also er ist wirklich gut. Obwohl ich es nicht gerne zugebe. Aber macht es gut. Bitte. Dann kannst du mir ein Bier zahlen heute Abend. So, wir sind jetzt hier fertig. Wir haben jetzt hier gegessen. Und da die Kinder sind ganz herzig hier oben. Die sind immer wieder zu uns gekommen und haben mit uns, uns so angeschaut. Und ja. Es war ganz lustig, aber die haben da so einen. Es ist gleich der Tag, der Independence Day, glaube ich, von Guatemala. Und die sind jetzt das am Vorbereiten und der verdammte Hure Mais mit dieser Musik immer. Aber es war gut, wir haben jetzt etwas gespissen. Und jetzt geht es, glaube ich, noch etwa eine Stunde weiter zu unserem Schlafplatz. Und dann ja, sind wir schon eigentlich am Ziel von unserem Trip, von unserem ersten Tag. You did it! Yay! Ja, schön. So, wir haben unser Tagesziel erreicht. Wir sind in Shechakal. Und das ist da irgendwo im Nirgendwo, wie ihr hier seht. What? Wow! Das da hinten, das da ist unsere Unterkunft, wo wir heute werden übernachten. Und Buenas tardes. Und ja, jetzt gibt es nachher noch ein Thema, gell? Was das genau ist, eigentlich nachher. Aber auf das freue ich mich schon, das ist richtig cool. So, wir haben das Thema Skal gemacht. Das ist so eine traditionelle, wie eine Art Sauna, die da gemacht wird. Ich habe das schon mal gemacht in Mexiko, vielleicht erinnert ihr euch. Das ist wie in so eine Art, so eine kleine Hütte. Und dort drin war jetzt ein Feuer gewesen, und dort hat es kochendes Wasser. Also wirklich richtig heiß gewesen. Und kaltes Wasser. Und das haben wir so ein bisschen mixen zusammen und dann haben wir es so ein bisschen abduschen und alles. Und ja, dort drin ist man einfach irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten ist man dort drin und tut sich so ein bisschen abwäschen. Und ja, in Mexiko, als ich das letzte Mal gemacht habe, ist einfach, haben wir das Wasser genommen, hat es über die heißen Steine da und dann ist der Dampf so entstanden und so haben wir es ein bisschen rausgeschwitzt. Das war ein bisschen eine andere Art jetzt gewesen da. How did you like it? Wie hat es dir gefallen? Was gut? Very good. Very good.
Sehr gut. Also jetzt sind wir wieder ein bisschen frischer. Und jetzt gibt es hoffentlich etwas zu essen, weil wir haben Hunger. So, wir sind jetzt wieder bei dieser Familie, die wir vorhin Temazcal gemacht haben. Und das ist jetzt so eine Hütte, wie man Temazcal macht. Das seht ihr, wartet. So sieht das aus, da innen kann man reinhocken. Und da jetzt seht ihr so ein Feuer mit warmem Wasser. So wird das gemacht und jetzt werden wir da vorne schön gut essen. Ja. So, da wird jetzt gegessen. Also, es gibt Reis, Bohnen und Tamales. Das ist so Maiszeugs eingewickelt, also Maisblatt. Und dann wird das so gekocht. Und wir sind jetzt so eben bei dieser Familie, die heime. Sieht ganz urchig aus. Why he curse around the table? Provecho! Igualmente! So Leute, es ist Zeit zum Pausen, darum wir morgen wieder früh auf. Darum sage ich jetzt mal ciao ciao.